So, Leute, willkommen zu diesem Video mit diesem schönen Ausblick. Heute möchte ich euch meine 96 vorstellen, die ich fahre. Fangen wir am besten gleich an. Vorab ist eine 2016er Enduro Air. Das erste, was gleich ins Auge springt, ist das Dekor. Dekor ist von Independent Racing. Wie viel es gekostet hat, weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Ich habe in der Videobeschreibung unten meine kleine Übersicht zusammengefasst von den Anbauteilen, was ich alles verbaut habe und von den Preisen, wenn ich die Rechnungen noch finde. Aus dem Kopf weiß ich es leider nicht. Genau, Dekor. Dekor habe ich mir gekauft, schon beklebt auf dem Plastics. Selber kleben kann ich nicht. Das würde sonst bescheiden ausschauen. Fangen wir am besten mal von vorne an. Reifen habe ich drauf, vorne wie hinten, die Metzeler Enduro 3 Sahara. Schaut schon ein bisschen abgeranzt aus, nächste Woche kommen neue drauf. Ende den Monat geht es nach Italien, ich habe da echt Bock drauf. Mit den Reifen habe ich so Speichencovers drauf getan. Kann jeder machen, wie er will. Kann man machen, muss man aber nicht. Zu dem Dekor. Hat es auch den Gabelschutzaufkleber gegeben, habe ich mal gleich mitbestellt, einfach drauf geklatscht und gut ist. Dann haben wir von Krieger ein Gurt, praktisches Teil, wenn man vorne eh keine Möglichkeit hat, dass man irgendwie rumpacken kann. Befestigt einfach mit einem Gurt, einem Kabelbinder, einfache Montage, kann man mal machen. Was natürlich auch gleich wieder ins Auge springt, das sind die kleinen LED-Blinker. Mit E-Nummer, rein wegen der Optik, dass man nicht mit so fette Teile rumfährt. Genau. Was bei der Front natürlich auch noch auffällt, Handguards und Spiegel. Handguards sind von SC Motec. Letztes Jahr habe ich mich mal gelöffelt gehabt mit die vom Werk aus KTM Handguards, die was aus Plastik sind. Und da ist mir eine abgenippelt. Von SC Motec wollte ich einen haben mit dem Eisenbügel, der schwarz ist. Was bei den Handguards von SC Motec auch dabei ist, vielleicht erkennt man es hier, das sind zwei Teile. Der ursprüngliche Handguard kommt nur mit dem unteren hier, vielleicht erkennt man es auf der Kamera. Und ein Zusatzteil, ich glaube für 20 Euro kann man sich noch das Stückchen hier oben. Hier sieht man die Kante, wo das Anbauteil reingeschraubt worden ist. Reinschrauben einfach mit 4 oder 5 Schrauben in den einfach reinschrauben. Ich finde die recht sinnvoll aus Alu, sind robuster, brechen nicht gleich. Meine letzten habe ich genietet und sind wieder gebrochen. Gehen wir eins da hinten, Spiegel. Das sind die Double Take Mirror, haben 130 Euro gekostet. Ganz einfaches System, mit einer Schraube gesichert. Man kann die da einfach aufschrauben. Und schon hat man beide Teile in der Hand. Finde ich sinnvoll, weil die Standardspiegel, die was einfach nur starr aus Eisen sind, können abbrechen. Und die, wenn es dich hinlegt, klappen einfach zusammen. Perfekt. Ist aus Eisen, kann auch nicht brechen. Einfach gesichert mit einer Schraube, am Kugelgelenk oben und unten. Einfache Montage. Sind zwar ein bisschen teuer, ich finde sie praktisch. Ich könnte nicht einfach so abbrechen. Sturzbügel. Sturzbügel gekauft von Outback Motortech. Preislich, weiß ich nicht, über 150 Euro. Und zudem habe ich mir auch gleich gedacht, wenn ich einen Sturzbügel habe, kann ich mir auch gleich Taschen dazu bestellen, wenn ich mal keinen Rucksack mitnehmen will für Kleinzeug. Sind recht praktisch. In der habe ich für Österreich, was Pflicht ist, Verbandszeug drin und Warnwesten, was so als Standardausrüstung am Motorrad bleibt, dass ich nicht immer suchen muss, dass ich einfach gleich alles am Motorrad habe. Noch eine kleine Side-Info für die Taschen. Das ist das Molle-System für die Rucksäcke. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, weil man hat hier die zwei Bänder. Und wenn ich jetzt doch mal unterwegs bin und ich will jetzt eine Tasche oder so mitnehmen, dann kann ich die einfach hier in die Schlaufen reinmachen. Dann sind die da dran, kann ich sie mitnehmen. Ist recht praktisch. Genau, und mit dem Molle-System, man hat da einfach einen Knopf, dann könnte ich die jetzt hier theoretisch dran machen. Dann kann ich den Rucksack einfach so mitnehmen mit der Tasche. Wenn ich mal die Tasche mitnehmen will oder wenn ich was Wertvolles dabei habe, dass das einfach nicht am Motorrad bleibt. So sieht der Sturzbügel ohne die Taschen aus von Outback Motortech. Fürs Gefühl der Sicherheit sind die nicht schlecht oder wenn es sich wirklich mal löffelt, dass man sich jetzt nicht gleich das ganze Plastik da wegbricht. Verschraubt ist der Sturzbügel an 2 Schrauben auf der und anderen Seite, also an 3. Und hier vorne jeweils links und rechts noch mit einer selbstsichernden Mutter. Gehen wir eins weiter. Ein paar eluxierte Teile aus, ja, optisch einfach nur orange eluxiert. Auf der anderen Seite auch. Fußrasten, Fußbremshebel, Öldeckel und auf der anderen Seite Schalthebel und ebenfalls Fußraste. Dann ein Bremsscheibenschutz. Sieht man jetzt vielleicht nicht, bisschen dreckig. Hat sie auch schon bewährt.
Hinten auch noch ebenfalls wie vorne Speichencovers in Orange. Mir gefällt's. Kann jeder machen, wie er will. Was sich ebenfalls noch bewährt hat, sind die Griffe. Hat man einen guten Griff, was zum Anpacken, wenn man sie mal rausziehen muss. Worauf man aber achten muss, wenn man sich ein Dekor von Independent Racing kauft, mit dem beklebten Dekor bereits. Man kann sich ja also entweder nur das Dekor, die Aufkleber kaufen oder den kompletten Plastiksatz mit dazu. Ich habe mir gleich den kompletten Plastiksatz gekauft, schon beklebt, und da sind die Löcher noch nicht ausgeschnitten, die habe ich mir nachgebohrt. Die sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, innen. Wenn das abmontiert ist, sieht man, glaube ich, schon eine kleine Vorlage. Ich war am Überlegen, ob ich mir die überhaupt dran machen soll. Im Sinne von schönes, glattes Heck, aber die haben sich jetzt schon wieder bewährt. Die bleiben dran. Hinten sowie vorne Mini-LED-Blinker, einfach optisch, fallen kaum auf. Installation auch einfach. Auch hier hinten wieder einfach einen Widerstand genommen, hier reingesetzt, unter dem Plastik, an dem Hauptkabelstrang angeschlossen und kein Problem. Relais habe ich nicht wechseln müssen. Ebenfalls hinten wie vorne ein Metzeler Enduro 3 Sahara, der auch schon ziemlich herunten ist. Wie gesagt, nächste Woche neue Reifen und damit sind nochmal fit gemacht für Italien. Dann Fußrastenanlage in eluxiertem Orange und Kupplungshebel wie auf der anderen Seite. Eins Oberbein, das Hitzeschutzblech von Wolf Carbon. Wollte ich auch in Schwarz haben, finde ich passt dazu. Und was ich noch vergessen habe, der Auspuff ist von KTM Remus, der Slip-On, der war schon drauf, die habe ich so gekauft mit dem drauf. Ebenfalls vergessen zu erwähnen, Kennzeichenheck. Es gibt viele verschiedene Varianten. Ich habe das EXC Sportheck, nenne ich es mal, was mit einem Plastikteil bis hier durchgeht, was hier dann ab der Hälfte vom Kennzeichen aufhört. Das Witzige daran ist, an dieser Stelle wurde das Heck schon mal erwärmt und weiter nach unten gebogen, dass das Kennzeichen vom Winkel her besser lesbar ist. Wurde schon so gekauft, da habe ich nichts dran gemacht. Die ganzen angebauten Teile, sowohl Spiegel als auch Blinker, alles legal, weil ich echt keinen Bock auf Stress irgendwie habe. Da sind wir schon ziemlich am Ende angekommen. In der Infobox unten habe ich nochmal alles aufgelistet, was ich geändert habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann Kanal abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Lasst gerne ein Like da und mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich.